Was geht? Alter, ist das ein Merch? Alter, ist das ein Merch? Jo Leute, willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Willkommen zu einem weiteren Türchen im Adventskalender. Leute, ihr seht es in meiner Hand, ich habe ein Päckchen von Holy Mash und ihr fragt euch jetzt vielleicht, Holy Mash, war da nicht irgendwas? Merch und so? Ja Leute, Holy Mash wird mein Hersteller für mein Merchandise sein. Und die haben mir jetzt die ersten Tests geschickt und ich dachte so, ey, ich kann da eigentlich ein Video drüber machen. Heute ist das Paket gekommen und ja, das werde ich jetzt auspacken. Hyped! Für Leute, die sich jetzt zum Beispiel fragen, wann kommt das denn raus? Ich weiß es selber noch nicht genau. Wir hatten eigentlich mal noch vor Weihnachten angepeilt. Aber manche werden mich vielleicht kennen. Ich bin Perfektionist. Ich möchte dann schon, dass ich, wenn ich schon Merch mache, dass der dann auch cool wird. Deswegen, es könnte auch noch ein bisschen dauern. Aber es wird kommen, Leute. Ihr seht, also es sind wirklich konkret Entwürfe da. Okay, und jetzt werde ich zusammen mit euch zum ersten Mal meinen Merch gedruckt sehen. 3, 2, 1. Okay, da sieht man jetzt noch nicht so viel, aber ihr seht. Oh, Leute. Oh, damn. Okay, also wir hätten hier einmal den Sweater. Oh mein Gott. Ist das geil. Ich zeige euch das gleich nochmal genauer. Da wäre einmal der Sweater. Das ist nochmal ein zweiter Sweater mit einem etwas anderen Design, so ein Kompass-Design. Und dann sieht es hier aus, wenn ich noch drei T-Shirts hätte. Vermutlich mit den gleichen Designs. Hier vorne das kleine Logo, hinten der Kompass. Es gibt immer so verschiedene Versionen. Es geht einfach darum, dass ich entscheiden soll, was ich am besten finde. Und dann nochmal Dream Big und hinten das große Logo. Okay, jetzt kann ich den Merch zum ersten Mal anziehen. Ich bin mega, mega hyped. Oh. Quality, Quality. Aber wir hätten jetzt einmal das weiße T-Shirt. Ich bin auch noch am überlegen, ich würde das eigentlich lieber in einem schwarzen Longsleeve machen, also mit langen Armen und schwarz. Aber da müssen wir mal gucken, was da die Möglichkeiten sind. Ihr seht einmal hier vorne auf der Brust ein kleines Dream Big Logo. Und dann haben wir auch auf dem Rücken meinen persönlichen Rückenprint. Und zwar einmal hier ganz groß Dream und dann ist hier ein Mond mit meinem Sternzeichen, dem Wassermann, drauf. Hier steht Established 2013, denn 2013 habe ich meinen Kanal gegründet. Das wäre also das erste Design. Ich weiß auch noch gar nicht, ob das immer so ist, dass ich wirklich immer Rücken- und Vorderprint habe, aber ich würde sagen, dafür ist dieses Video auch ein bisschen da. Ich brauche nämlich euer Feedback, also würde euch zum Beispiel auch so ein kleiner Print hier oben reichen. Aber ich würde sagen, stimmt einfach mal hier oben ab, ob ihr sagt, okay, ich würde mir das T-Shirt nur kaufen, wenn es einen Rücken- und einen Frontprint geben würde. Oder wenn ihr sagt, okay, ich finde eigentlich, der Vorderprint reicht mir auch. Oder okay, der Rückenprint reicht mir auch. Also da ist eure Meinung gefragt, weil da dran kann ich dann eben auch den Merch anlegen. Das wäre also das erste T-Shirt. Und das hier ist jetzt das zweite T-Shirt. Ich glaube, das ist eine Größe kleiner, weil das passt mir irgendwie besser. Vorne wieder der gleiche Print, aber hinten ist ein Kompass drauf. Hier steht auch wieder Dream Big und der Kompass ist praktisch dafür da. Man muss seinen eigenen Weg finden, man muss einfach selber seinen Weg zum Erfolg finden. Ja genau, sonst hat sich da eigentlich relativ wenig verändert. Ich habe auch ganz am Ende eine Abstimmung, welches Design euch am besten gefällt, beziehungsweise welches Rückenprint-Design euch am besten gefällt. Ich kann nicht richtig reden. Welcher Rückenprint euch am besten gefällt? Jetzt kommen wir mal zu den Hoodies, beziehungsweise den Sweatern. Das ist theoretisch genau das gleiche, also der gleiche Print. Einmal vorne eben klein Dream Big und hinten wieder die gleichen Logos. Ich habe mich für den Sweater entschieden, weil für die Hoodies müsste man länger warten und das würde heißen, dass der Merch noch verspätet kommen würde. Ja, wie gesagt, wieder das kleine Logo und wieder der gleiche Rückenprint. Leute, ich kann euch sagen, diese Qualität top aus Italien. Oh, da kommt ein Special Guest. So, ich hole, ich hole, ich hole, ich hole. Komm rein. Ich dachte, ihr macht irgendwas. Was geht's? Alter, ist das dein Merch? Das ist mein Merch. Alter! Voll, yo! Voll cool. Soll ich das mal als Model anziehen? Ja, Mann. Ja? Da ist der Ben gerade noch spontan vorbeigekommen. Aber deine Reaction war auf jeden Fall schon Zucker für meinen Kanal. Alter, ist der weich. Das ist schon nice, das ist oder? Voll weich. Und ich finde jetzt, no joke, also mir geht's darum, okay, mittlerweile sagt es wirklich jeder YouTuber, aber mir geht's darum, ich will keinen Merch machen, ich will Mode machen. Deswegen, da steht jetzt auch nirgends Oscar oder so drauf. Und hinten ist jetzt ein anderes Logo bei mir drauf als bei dir, richtig? Genau. Bei Bens Pulli ist jetzt ein anderer Print wieder drauf, wieder dieser Kompass. Alter, oh mein Gott, jetzt, also das ist jetzt so, okay, es ist mein Merch, deswegen. Ich sehe den gerade auch zum ersten Mal, ehrlich gesagt. Aber jetzt, no joke, also dieser Print und alles, also es ist wirklich richtig gute Qualität so. Alter, ich find's voll cool. Ich bin voll geheim.
Voll cool. Ich zieh den jetzt zur Schule an, lol. Ja, sieht echt mega cool aus. Also, das war's mit diesem super kleinen Unboxing und einem kleinen Prank zwischendurch. Ihr könnt auf jeden Fall sehr gespannt sein auf die kommenden Tage. Ich gebe euch jetzt hier oben noch eine Abstimmung, was ihr von was am besten fandet. Ich überlege eben gerade noch, ob es Longsleeves geben würde, also lange Hemden, statt T-Shirts vielleicht auch, wenn es im Winter rauskommt, vielleicht aber auch beides. Muss ich mal noch gucken. Bis dahin, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn euch dieser Merchandise gefällt und ihr nicht mehr warten könnt, genauso wenig wie ich. Abonniert auch diesen Kanal, Ben ist auch hier oben verlinkt, wenn ihr ihn mal abchecken wollt. Und wir sehen uns in einem weiteren Türchen wieder. Bis dahin, haut rein und ho, ho! Der ist echt voll geil. Ey, ich finde das voll cooles Design.